Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu 13. Ja, es geht heute mal wieder weiter. Wir befinden uns hier immer noch im Kloster und haben immer noch die Aufgabe, den Treffpunkt der 20 Verschwörer zu finden. Ja, hier sind noch zwei Gegner, die wir letzte Folge erledigt haben, genau. Und hier machen wir jetzt genau weiter. Also hier haben wir genau hier, haben wir in der letzten Folge aufgehört und... Ja, jetzt mal gucken, was wir hier so machen müssen. Ich meine, dass es irgendwas mit dieser Statue zu tun hat. Irgendwas war damit. Also allzu lange sollten wir ja nicht rumgammeln. Also ich weiß es ja im Prinzip schon ein bisschen. Irgendwas war hier. In irgendeinem Schubfach oder so war was. In irgendeiner Wand war was. Genau hier. Ich glaube, das kann man aufklappen. Genau. Und das ist ein wichtiges Dokument und ich hoffe, jetzt haben wir endlich alle. Nein, Schlösser knacken haben wir immer noch nicht. Also, ich weiß nicht, habe ich das übersehen? Oder... Kamikaze, Kamikaze, schnell! Komm mal! Die Musik hört nicht auf, sind da noch mehr? Sind da noch mehr Gegner? Also... Oh. Aua! Aua! Bist du verrückt oder was? Kämmt er sich da in die Ecke oder was? Ja. Ich kann Camper nicht leiden. Ich kann sie einfach nicht leiden. Merkt ihr das? So, aber hier muss doch noch irgendwas anderes sein. Ich meine, ein Medikit oder so. Ich habe gar nichts mehr. Achso, ich habe noch Medikit. Okay, gut, dann ist egal. Großes aber, oder? Ja, großes. Ja, das wäre Verschwendung, wenn ich das jetzt nehmen würde. Also warten wir noch ein bisschen. So, ist hier sonst nichts mehr? Das ist ziemlich enttäuschend, oder? So ein schöner Raum, hier nix. Hier ist nix. Schade. Aber was haben wir da eigentlich jetzt bekommen? Stimmt ja, die Magnetkarte. Und... Ah, nee! Stimmt, ja, das Teilchen der Skulptur da, das muss man hier einsetzen, genau. Und dann öffnet sich da hinten so ein Geheimgang, genau, und das kann man hier auch runtergehen. Wir kommen der Sache näher. Sehr näher, sehr viel näher. Nächstes Level, auf geht's. Hören Sie die Versammlung ab. Schalten Sie die Wachen aus, ohne Alarm auszulösen. Alles klar. Wird erledigt. Das ist doch mal eine tolle Atmosphäre, um hier rumzuschleichen, oder nicht? Findet ihr nicht? Also ich finde das schön. Also die sind echt ziemlich mysteriös, muss ich sagen, dass sie sich so einen schönen Geheimgang hier machen, wo extra so ein Dampf aufsteigt, um es in die Atmosphäre noch ein bisschen, um den atmosphärischen Effekt noch ein wenig zu erhöhen. Natürlich. Muss ja sein. Also, das ist echt top. Die Leute verstehen was von Atmosphäre. Trotzdem legen wir sie um. So, da hinten scheint jemand zu sein, aber oder auch nicht. Doch, da ist jemand. Der kommt jetzt, glaube ich, auch hierher. Nein, er geht wieder weg. Er geht wieder weg. Alles klar, gut. Wo ist da hinten einer? Ja. Oh. Lass mir die Frau erstmal ein Stückchen hierher kommen. Frau ist schon mal erledigt. Gibt uns Bolzen. Ja, von Bolzen haben wir jetzt genug, wie ihr sehen könnt. Also 45 wird erstmal ausreichen. Also damit können wir auf jeden Fall noch... Weißt du, von wem ich spreche? Nein. Na klar, von dem Typen mit dem Boot. Der hat uns doch letztens stundenlang mit... Was denn? Lass sie nicht mal ausreden. Vielleicht sollte ich die mal ausreden lassen. Vielleicht erfahren wir dann ja noch irgendwas Interessantes. Aber ich bin immer zu gierig und will sie sofort erledigen. Tut mir leid, Leute. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, no. Ja. Gut. Nein. Hä? Ja, Fragezeichen.
War doch nichts, nö. Nö, ich hab einen Mensch gesehen. Doch nicht. Tja. Also meiner Meinung nach ist das Personal von denen unfähig, aber nach meiner Meinung fragt ja keiner. Die wollen mich ja nur erledigen. So, was mache ich? Was machen wir denn jetzt hier? Hä, was war das? Was war das da? Irgendwas habe ich da gerade gesehen. Ach so, das meinen die. Ja, ja, klar. Hoch da. Links scheint nichts zu sein, also darüber. Bisschen mehr Leine lassen. Nein, nicht so viel Leine. Bisschen höher. Ja, jetzt müsste es funktionieren. Noch einmal und dann bin ich da drüben. So. Da hinten ist ein Medikit. Das nehmen wir uns doch direkt mal mit. Ja, wir haben jetzt ja nicht so dicke mit Medis. Ich schluck das jetzt auch einfach mal. Welche Waffe? Welche Waffe? Ich weiß nicht, welche Waffe. Wir dürfen nicht auffallen, also ist die Pistole, glaube ich, die beste Wahl. Genau. So, was? Sind alle im Saal? Nein, Nummer 8 ist noch nicht durch. Hä? Nicht genug. Ah, zu viel. Zu viele Bolzen bei sich. Bei uns. Schade. Ich mag das nicht, eigentlich nicht, wenn man Sachen liegen lässt. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Vielleicht kommt da gleich einer rechts. Mini-MP. Davon müssen wir jetzt eigentlich auch genug haben. Genau, aber ich kann sie nicht nutzen, leider, weil das ist zu laut. Dann entdecken die uns ja sofort. Okay, was machen wir jetzt hier? Oh. Na, der geht ja die ganze Zeit rum. Ist auch tot. Ja, läuft doch. Alle erledigt wieder. Aber ich denke, hier sind noch ein paar mehr Feinde. Also, wir haben jetzt zwar schon einige getötet. Oh, da hinten sind auch schon wieder zwei. Wie sollen wir die denn erledigen jetzt? Okay, die dürfen uns am besten nicht sehen. Wäre nicht so schlau von uns, wenn wir uns jetzt entdecken lassen würden. Yes. Nein. Hättest mal schneller reagieren müssen. Du standst ja eine halbe Ewigkeit. Ich habe den getötet, du wusstest das. Du hättest einfach nur hier hinlaufen müssen, den Knopf drücken können. Aber so schlau sind die ja nicht. Die warten erstmal Alarm rufen, müssen sie erstmal Alarm rufen und dann laufen sie erst dahin, ey. So eine Volltrottel. Aber egal. Soll uns ja recht sein. Sollten uns recht sein, oder? Ganz ehrlich. Was interessiert uns das, was die da machen? Achso, das war dieser Gang, ja. Oder? War es der Gang? Ja, war es der. Das ist zu, das ist zu, Oh, jetzt? Hier längs, oder? Freunde, die Stimme der Eliten unseres Landes wird bald überall zu hören sein. Gemeinsam werden wir das Fundament des neuen Amerika legen. Stolz, stark und selbstbewusst. Ein Amerika frei von allen Parasiten, die seit langem unseren Aufstieg zu wahrer Größe behindert haben. Hier, Colonel Amos. Nicht eingreifen, bevor ich das Signal gebe. Ich brauche ein Maximum an Informationen. Erst dann können wir stürmen. Wird gemacht. Aber, was noch viel wichtiger ist, er hat gesagt, erst will er die Informationen und dann können wir drauf losstürmen. Und Kamikaze macht einfach am meisten Spaß, ist einfach so. So, da
dahinter tap 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 zwei Leute, so wie ich das jetzt sehe. Zwei Feinde wieder. Okay. Kommt die jetzt hier runter? Oder bleibt die da oben stehen? Ich glaube, die bleibt da oben stehen. Okay, die geht da jetzt hin. Was zum... Moin! Willst du dir eigentlich ein mit deiner schwachen Pistole mich also attackieren? Ich glaube, es hackt. So, dann wollen wir die auch mal aufmachen. Mann, das sind aber echt heftige Schlösser. Die ganze Zeit 10 Sekunden warten. Voll nervig. Oh. Ew. Oh. Die auch überall ihre Alarmknöpfe haben. In jeder kleinsten Ecke, in jedem kleinsten Loch hier, in jeder kleinsten Gasse. Das überall sind diese Alarmknöpfe. Also damit haben sie nicht gespart, aber leider ist das Personal zu unfähig, da drauf zu drücken. So, was haben wir denn jetzt hier? Die Manöver werden morgen stattfinden, während der Operation Total. Boah, ich werde fast runtergefallen. Wenn uns Nummer 3 das Signal gibt, werden die Spats-Einheiten das Kriegsrecht über das ganze Land verhängen. In weniger als 24 Stunden wird die neue Regierung im Amt sein. Lassen Sie uns schon jetzt auf den Erfolg unseres Unternehmens anstoßen und den Beginn eines neuen Zeitalters feiern. Meine Herren, begeben Sie sich nun ans Buffet. Das ist alles, was wir brauchen. Verlassen wir das Kloster. Mit Vergnügen. Checkpoint erreicht, das höre ich immer gerne, weil das wäre ziemlich ärgerlich gewesen, wenn wir jetzt hier keinen Checkpoint hätten. Denn ich glaube, es wird hier gleich ziemlich abgehen. Oha. Wie sollen wir das jetzt machen? Katz. Ha! Erwischt! Aber da sind noch zwei mehr. Armbrust auszücken. Au, 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 au. Im Schwenkmodus. Katz! Jawoll! Was ein Move! Oh nein! Was soll ich denn da machen? Halt mal still. Ist nicht witzig jetzt hier. Echt heftig. Das genügt mir, glaube ich, schon. Ich glaube, jetzt kann ich ihm schon Schaden zufügen. Ich baller ihn jetzt einfach so oft an, bis er stirbt. Komm. Ah, gut, er ist gestorben. So kann man es auch machen, Leute. So kann man es doch echt auch machen. Aber da ist noch einer. Und der ist nicht so leicht zu erwischen. Hurra! Alter, nein! Jetzt auf Headshot erwischen. Hab ich aber nicht. Scheiße! Jawoll! Ey, der schwierigste Schwierigkeitsgrad ist sowas von unfair. Geh ab. Okay. Wir sind drin im Laden. Da wir jetzt eh entdeckt werden würden, nämlich pack mal die Kalaschnikow aus, ist ja jetzt völlig vollkommen egal. Kann man
hier wieder irgendwie hoch und mit Haken oder so? Ja, genau. Hä? Muss er da hoch? Irgendwie. Hilfe, es brennt. Muss ich da hoch? Ja. Wie soll ich denn sonst da hoch? Ach so, erstmal. Ach so. Mach auf, mach auf, mach auf. Ich fühle mich hier echt unwohl. Geh auf, geh auf. Hier erwarten sie mich wahrscheinlich wieder. Hier werden sie uns wieder erwarten. Also das ist echt gefährlich hier. Ohne Witz. Ohne Witz. Okay. Jetzt hier rüber. Okay. Rüberhaken. Ja. Wieder die Kalaschnikow auspacken. Oh, ist wieder einer im Gang. Oh. Ich pack lieber die Kalaschnikow wieder aus. Ich fühle mich sonst hier echt unsicher. Die meint es auf jeden Fall ernst. Die Leute. Schieß! Schieß! Oh. Aua! Ich hoffe, wir kommen hier lebendig raus. Ich hoffe es. So, Level abgeschlossen. Alles klar. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich echt freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und bis dann sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal.